Normalerweise geht es recht ruhig zu im Tierpark an den Eichen. Am gestrigen Sonntag war aber von der Idylle recht wenig zu spüren, denn das Schweinfurter Naherholungsgebiet war fest in der Hand der unterfränkischen Crossläufer. Zum wiederholten Male wurden hier die Bezirksmeisterschaften ausgetragen und dementsprechend groß war auch der Andrang. Vor allem im Mittelstreckenrennen der Männer und männlichen Jugend wurde es voll auf der Strecke. Fast 40 Athleten nahmen die drei Runden in Angriff. Der Favorit kam dabei aus Ostheim und er wurde dieser Rolle auch gerecht. Manuel Stöckert, einer der besten Bergläufer Deutschlands und Teilnehmer an Welt- und Europameisterschaften in dieser Disziplin, übernahm von Anfang an die Führung und gab diese bis ins Ziel nicht mehr her. Auf der knapp 3 Kilometer langen Strecke lief er über 20 Sekunden Vorsprung auf seinen Vereinskameraden Sven Perlet heraus. Später gewann der Auszubildende der Würzburger Bereitschaftspolizei auch noch das Langstreckenrennen. Den Ostheimer Triumph komplettierte dann Moritz Helm, jüngster Spross der Röhner Lauffamilie, der sich als Dritter des Gesamtlaufs über den Sieg in der A-Jugend freuen konnte. Nur 9 Sekunden dahinter erreichte mit Simon Siegel der schnellste B-Jugendliche das Ziel. Der Gerbrunner sollte in seiner Altersklasse auch bei den Bayerischen Meisterschaften Mitte März eine gute Rolle spielen. Bei den Frauen hieß die prominenteste Teilnehmerin Lisa Hofmann. Die Bad Kissingerin wurde 2010 Fünfte bei den U20-Weltmeisterschaften über 400 Meter Hürden. In Schweinfurt bestritt sie einen Ausdauertest, ist sie ansonsten doch eher im Langsprint zu Hause. Trotzdem gewann die 20-Jährige die Frauenwertung, doch der Nachwuchs stahl ihr die Show. Mit Anna Keller aus Hammelburg hatte eine A-Jugendliche die schnellste Zeit insgesamt, gefolgt von der B-Jugendsiegerin Sonja Hohlfeld und einem Trio der LG Karlstadt-Gambach-Lohr, bestehend aus Thea Riedmann, Lea Meisterernst und der ebenfalls noch zur B-Jugend gehörenden Mareike Bauer. Erst dann kam Hofmann ins Ziel. Die diese vermeintliche Niederlage aber sicherlich verkraften konnte, geht es für sie doch vor allem darum, im Sommer auf der Bahn wieder für Furore zu sorgen.